Und dann geht's auch gleich weiter mit Teil 3. Wir waren gerade auf der Flucht vor den Dorfbewohnern, die uns aus irgendwelchen Gründen grillen möchten, lünchen möchten, whatever. Und ich glaube, ich muss den Kollegen jetzt mal Und wenn wir ihn mit einem ablenken. Geräusch ablenken? Was war das für ein Geräusch? Und dann kann ich wahrscheinlich irgendwie wegschleichen. Eine Sense. Eine Sichel. Ist Wem wahrscheinlich haben der wir es Dorfdruide. gezeigt? Da seid ihr ja! Ah, nicht Gut da wieder lang! laufen. Wo sollten wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Sie kommen! Schnell, schnell! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun Sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Ja. Ach so, okay. Dann schieben wir den mal dahin. Gut, jetzt können wir raufklettern. Ah Die ja, Kette sieht okay. nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Die hat's aber drauf, die Schleuder. Und jetzt. Ich nehme mal an, dahin. Hilf mir beim Schieben! Na gut. Kletter hoch, ich helfe Ja, dir. sieht gut aus. Ja. Da hängt jede Menge Leder und Tierfelle. Das ist wohl die Hütte eines Gerbers. Und im Mittelalter waren die Gerber eigentlich nicht mitten in der Stadt. Die waren immer am Stadtrand, meistens an einem kleinen Flüsschen, weil Gerbereien haben gestunken Gut, wie Hölle. Wir haben es geschafft. Und wir können die jetzt Menschen weg, haben oder? natürlich nicht Wenn sie gerne uns nicht neben erneut Gerbern finden. gewohnt. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. Die So haben mit einfach ist das nicht, Hugo. verschiedenen Ammoniakchemikalien gegerbt, unter anderem auch mit Urin. Und das hat ziemlich übel gerochen beim Gerber. Nein, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein, nein! Ja, so ein Zufall. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Da bist du ja! Ich habe was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf! Na Hallo? los, komm schon! Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken!
Sie kommen hier nicht lebend raus. Der hat leichte Aggressionsprobleme. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam sie aus der Kirche. Was soll dieser Lärm? Zum Teufel war das für ein Geräusch? Nein, nicht schon wieder! Ja. Was jetzt? Ich weiß nicht. So was Stressiges. Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Hugo, du musst da durchklettern. Mach sie auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaffe. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was! Ich kann nicht mehr, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf den Knochen. Warum nicht? Sind da schon andere Kinder verschwunden? Habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi. Also, ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen.
Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Die Pest wurde übrigens eingeschleppt aus einer Leder. Gegend, vermutlich nördliches China, vielleicht auch Mongolei. Sehr wahrscheinlich über Händler, die diese Einstraße verwendet haben und ursprünglich waren nur Nagetiere daran erkrankt. Unter denen war das gar nicht so schlimm. Auf dem Weg zu uns ist das Virus, soweit ich weiß, mutiert. Und ist in Asien nie so extrem zum Problem geworden, weil erst die Bevölkerungsdichte in Europa dazu geführt, dass das Virus hier stark mutieren und sich ausbreiten konnte. Achso, ich muss das. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Okay. Wir haben offenbar ein richtiges Crafting-System hier. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Aha. Ein Beutel gibt es. Tasche. Aha, gut, okay. Ich sollte mich bei Clavie bedanken. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns doch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Man weiß nicht, ob er einem leid tun soll oder ob man ihn übers Knie legen möchte. So richtig clever war die Aktion jetzt nicht. Hugo, komm zurück. Dahin war die Unschuld. Gibt's hier noch irgendwas zu mopsen? Ich darf ihn wahrscheinlich nicht zu lange allein lassen, also laufe ich mal hinterher. Bitte, er darf nicht tot sein! Er darf einfach nicht tot sein! Hugo! Wow. Mit der Zappelei auf. Wir warten noch auf deine Schwester. Oh mein Gott. Amicia! Amicia! Du
tut ihm nicht weh. Er ist doch nur ein Kind. Ein Kind. Als mein Sohn aus der Kirche kam, da weinte er. Ich sah die tiefe Wunde an seinem Bein. Den Biss. Lass mich los. Ich habe ihn am nächsten Tag begraben. Und ich schwor dieser Mock, du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hierher kommen? Bitte, zwingt mich nicht. Diese Rüstung hat Äxten und Schwert an Stand gehalten. Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Du bist ganz schön schlecht. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Was ich tun? Von hinten? Da musst du dich... Ich bin ein wenig eingerostet. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Verdammt! Ich glaube, ich bin nicht gut. Ah, okay, und jetzt vorne der Ring, nehme ich an. Komm schon, Konrad. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. War ich aus. Oh Gott. Ah, wie soll ich das denn machen? Ich habe nicht genug Zeit zum Zielen. Ja, weiter so. Keiner von uns wird sterben. Ah, so jetzt. Ah, ich hab keine Munition mehr. Ah, Steinchen. Matsch. Ui. Amicia! Du hast ihn getötet. Das war Kapitel 2. Schau, Amicia. Ich komme. Ah, in der Kirche bin ich. Vielleicht kommen wir da raus. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Ich sehe mich erstmal in der Kirche weiter um. Wie jetzt? Das ist eine Einbahnstraße? Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ah, jetzt kann ich wieder runter. Na gut. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Hier hört sich alles so komisch an.
Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Ah, das sind Handwerksmaterialien. Schwefel klingt so, als könnte ich damit irgendwas bauen, was explodiert. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Okay, ich glaube, so gibt's hier nichts mehr weiter. Doch, da ist noch was. Alkohol. So. Warum nicht? Soll Kinder ja beruhigen. Du zuerst. Ja. Ach, da komme ich nicht hoch, okay. Ja, ein Kloster. Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Noch mehr Schwefel. Da bin ich immer gespannt. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Das wäre bestimmt ein schönes Badehaus, wenn es nicht kaputt wäre. Ein Leder. Okay, ich glaube, das ist ein guter Cut für die Nummer 3 und ja, ich denke, es wird auch eine Nummer 4 geben. Ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal.